Hallo Borkheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze, wie immer am Montag. Sonne scheint heute nicht, ein bisschen diesig ist es, aber das ist gar nicht so schlimm. Mal ein bisschen angenehm, wenn es nicht ganz so heiß ist. Die Ferienzeit ist vorbei, ihr habt es bemerkt. Am Samstag war große Einschulung überall, auch in Borkheide. In Borkheide sind 34 Schüler eingeschult worden. Das ist gar nicht mal so wenig. Und die sind vierzügig im Flex-System eingeschult worden. Und wie immer hat die Feuerwehr die Zuckertüten vorbeigebracht, also die Schultüten. Und das mittlerweile zum 20. Mal. Das ist ja auch schon wieder ein Jubiläum. Da haben sich die Kitties natürlich richtig gefreut. Die sind jetzt noch ganz neugierig auf die Schule und hatten heute ihren allerersten Schultag. Mal sehen, wie lange sie durchhalten. Oder mal sehen, was aus denen mal wird später. Jo, das war nicht das Einzige, was am Samstag los war, denn auch im Industriegelände war so richtig was los. Da war nämlich bei Stoff International ein großes Treffen der Potsdam Challenge von Oldtimer. Da sind so circa 60 Oldtimer auf den Hof gefahren. Man konnte sich die alten Kisten mal so richtig anschauen. Allerdings muss ich sagen, die ältesten Fahrzeuge kamen tatsächlich aus Borkheide. Einmal von der Familie Schulz und einmal von der Familie Rühle-Mösentin. Die waren nämlich auch anwesend. Aber die anderen Autos waren auch nicht so ganz ohne. Ich denke mal, da waren schon ein paar ganz schöne Werte auf dem Hof. Und was ich noch viel interessanter fand, der Fred Stoff hat uns doch allen ermöglicht, mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, was er da so macht. Aber über dieses Thema werden wir uns später nochmal so richtig unterhalten. Aber ihr seht ja in unserem Video, was gleich kommen wird, schon mal so beschossene Autos und dergleichen mehr, denn er panzert ja Fahrzeuge. So, hier der Film für euch von Stoff International mit der Potsdam Challenge.
Ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wir fanden es ganz cool. Nachmittags war ich dann noch zu einer privaten Einschulung unterwegs gewesen. Hier ist ja immer was los in Borkheide. Das wisst ihr ja mittlerweile, jetzt wo die Ferien wieder vorbei sind, wieder noch viel mehr. Und deswegen gibt's auch gleich noch eine Einladung, bevor ich die vergesse. Und zwar, jetzt muss ich mal kurz reinschauen, und zwar Einladung zum Sommerfest im Tippidorf. Und das ist schon am Freitag, den 9. August, und zwar ab 15 Uhr. Und da laden die Häuptlinge Ines Renner, Ulrike Petrus und Gerhard Schubert ein. Und zwar kommt dort wohl ein richtiger Indianer zu Besuch. Und es wird Kriegsbemalung, Kopfschmuck und hergestellt, und auch wollen sie einen Totempfahl auf dem Versammlungsplatz errichten. Es gibt Kaffee und Kuchen und abends gegrilltes, und wer möchte, kann dort auch übernachten, natürlich nur mit den Eltern und dem Zelt. Wie gesagt, am 9. August im Tippidorf ab 15 Uhr, wer da Lust und Laune hat, kann sich dort einfinden. So, nun kommen wir noch zu den sportlichen Ereignissen der Wochen, also der vergangenen Woche und des Wochenendes. Das erste große Ding war die Potsdamer Erlebnisnacht am 27. Juli. Ja, hat zwar nicht so viel mit Borkheide zu tun, aber doch wieder, denn die Fireflies vom BSV 90 sind dort vor der traumhaften Kulisse des Brandenburger Tores mit einer spektakulären Feuershow aufgetreten. Sie hatten tolles Wetter, das Gesamtprogramm war wohl sehr gut, die super aufgelegten Zuschauer und die perfekte Betreuung durch das Orga-Team trugen dazu bei, dass die 40-minütige Show mit einem Querschnitt aus dem Repertoire ein voller Erfolg wurde. Das war der 5. Auftritt der Fireflies bei einer Erlebnisnacht und bestimmt nicht der letzte. Deswegen Datum schon mal vormerken, der letzte Sonnabend im Juli 2020. Und diese Info haben wir von Heidi Barucki. Vielen Dank. So, jetzt kommen wir zu dem größten Highlight am Wochenende, und das war Fußball. Tatsächlich, der BSV 90 ist zwar noch nicht in die Saison gestartet, aber steht kurz bevor. In 2 Wochen ist es ja soweit. Aber sie hatten die Damen des 1. FFC Turbine Potsdam zu Gast. Und nicht nur die, denn der Sportplatz, der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz oder Stadion, wie ich immer gerne sage, war rappeldicke voll. Gäste über Gäste, man hat so circa 650 Gäste gezählt mit Kindern und dergleichen mehr. Es gab wieder Einlaufkinder, es gab ein richtig cooles Fußballspiel. Leider hat unsere Mannschaft fast 2-5 verloren. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn die Mannschaft von Turbine spielt dann natürlich beruflich, und unsere Mannschaft ist als Freizeitmannschaft gerade erstmal eine Saison auf dem Markt, und der Trainer, der Hartmut Streich, hat sie innerhalb einer Saison in die erste Kreisklasse trainiert, hochgetrieben, wie man es haben möchte. Und demzufolge können wir froh sein, dass es unserer Mannschaft tatsächlich gelungen ist, der Profimannschaft 2 Tore einzuschenken. Das war schon mal ganz cool. Aber die Stimmung an sich war super. Die war sowieso sehr schön gewesen. Und ja, da ruft bestimmt der Matze an, der muss jetzt warten. Die Stimmung war top. Es war richtig was los. Es gab Bratwurst und Steaks, zum Beispiel von der Hoffleischerei Kaplik aus Altborg. Und der Sponsor, die ganze Familie Röde-Mösentin war mit anwesend gewesen. Die haben neue T-Shirts für die Fußballer wieder besorgt. Und ja, es war einfach ein Riesenrummel. Ganz herzlichen Dank nochmal an all die, die das so ermöglicht haben, die so richtig so hinter den Kulissen gearbeitet haben. Schaut euch einfach mal den Film an. Bitteschön. Hier haben wir den neuen Trainer vom BSV, natürlich nicht. Das ist das Maskottchen vom Verein, was die sich selbst geschenkt haben zum Abschluss, also zum Aufstieg der letzten Saison. Und unabhängig davon beglückwünschen wir natürlich den 1. FFC. Wir haben euch richtig gewinnen lassen, 5-1. Du bist der Trainer, du bist der Haupttrainer vom 1. FFC. 5-2 natürlich, entschuldige bitte. Hartmut hat wieder aufgepasst, wie immer.
Hartmut, unser alter Trainer, und Markus, unser neuer Trainer. Paar Worte zuerst dem Gast. Nee, fang du mal an. Das sind deine letzten Worte vor der Kamera. Dann muss er immer ran. Okay. Und dann sieht er gleich, wie wir das hier immer machen. Ja, also man muss klar feststellen, es ist ein verdienter Sieg für die Turbinemädels gewesen. Fußballerisch Minimum 2 bis 3 Klassen besser als wir. Sind natürlich auch konditionell noch wesentlich stärker. Wir sind noch in der Anfangsphase der Saison. Wir haben das 3-mal Training gemacht, ein Testspiel gehabt. Trotz alledem, das sah nach Fußball aus, über fast 90 Minuten von den Mädels. Glückwunsch dazu, Hut ab. So stark hatte ich sie nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Wenn sie das in ihre Saison auch überbringen, so, dann denke ich, werden sie eine gute Rolle auch noch in der Liga spielen. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Matthias. Genau. Du ein paar Worte dazu. Ich meine, ihr wart ja wirklich richtig gut gewesen. Ihr seid nicht so oft, ihr seid bei vielen Mannschaften unterwegs. Jetzt seid ihr hier an so einer kleinen Mannschaft, weiß ich gar nicht. Nein, für uns ist ja auch wichtig, dass wir uns in der Region zeigen. Wir haben ja schon in Nürnberg, jetzt in Borkheide. Und man sieht ja auch den Zuspruch, den wir hier erhalten haben, wenn hier 650 Zuschauer kommen. Ich denke, das ist eine tolle Sache für beide Seiten, nicht nur für uns, sondern auch für den Heimatverein. Und insgesamt war es für uns einfach wirklich ein wichtiger Test. In 2 Wochen geht es ja bei uns los. Ja. Wir konnten viele Sachen in der Offensive nochmal testen, wie die Laufwege sind. Und man konnte Sachen erkennen, die wir einstudiert haben, und dementsprechend zufrieden sind wir. Natürlich mit den 2 Gegentoren nicht so, aber die haben wir natürlich gerne auch hier gelassen. Ja, da freuen wir uns auch drüber. Und bevor wir hier den Abschluss machen, gebe ich gleich mal, Markus, du warst heute nochmal Spieler. Ja. Du musst dich jetzt dran gewöhnen, dass du zukünftig bei uns vor der Kamera stehst. Jetzt kannst du schon mal üben für heute, bitte. Ja, wenn es solche Gegner sind, spiele ich sehr, sehr gerne draußen. Ja, ich habe das Gefühl, es waren deutlich mehr Frauen auf dem Platz als Männer. War anstrengend. Schöne Laufwege, konnten wir aber auch unsere Laufwege üben und konnten sehen, auch wo wir dann halt Laufwege nicht gehen, welche Lücken halt entstehen. Schön, dass in der Halbzeitpause dann die Spieler auch nochmal fragen, wie wir das eigentlich verteidigen sollen. Dann können wir also auch mal darüber reden. Es ist ja nicht so, dass es nicht auch ein paar Gegner gibt, die so spielen. Und ich fand aber gut, dass wir uns trotzdem durchgebissen haben. Wir haben dann 1-2 Verletzte gehabt, die nicht mehr so richtig konnten. In der zweiten Halbzeit standardmäßig sind wir natürlich davon ausgegangen, dass gerade dann die Kondition nachlässt und wir dann natürlich nochmal schlecht aussehen. Zweite Halbzeit 2-2 gespielt, wenn wir nur die betrachten. Dafür haben wir es dann noch ganz gut gemacht und dann auch noch 2 Konter gefahren mit den 2 einzigen Schnellen, die wir haben. Die anderen kommen ja auch noch nicht mehr nach vorne. Aber das ist doch dann noch ein guter Abschluss gewesen. Ja, okay. Egal. Vielen Dank. Auch für uns ist natürlich, also für den BSV ist natürlich in 2 Wochen Saisonstart. Da geht es dann gegen Babelsberg in Potsdam. Genau. Aber nächste Woche haben wir schon Pokalspiel gegen Golden. Ist ja schon. Ach, Pokalspiel nächstes Jahr hier. In Golden? Nein, hier. Ach, hier. Ja. Am Sonntag. Ach so, was wir nicht vergessen wollen, natürlich hat ja der BSV auch am Freitag ein Spiel gehabt hier gegen eine Mannschaft aus Sachsen-Anhalt. Und die sind 2 Klassen über unser... Ja, ist wohl nicht so ganz einfach. Die spielen Kreisoberliga, was hier 2 Klassen rüber wäre. Ja. Die haben aber offensichtlich nur eine Kreisklasse. Das ist die 3. Liga von unten gesehen sozusagen. Wir sind in der 2. Also ist ein guter Test gewesen, 4-3 gewonnen. Ja. Also, und wie immer, wie man die Borkheider Mannschaft kannte, in den letzten Minuten das Ding gedreht. Ja, na klar, also in der ersten Halbzeit laden wir jeden Gast gerne ein, sind guter Gastgeber, das haben wir auch heute getan. Ja. Und entsprechend gehen wir da und dann in der 2. Halbzeit zeigen wir das auch nicht. Gut, das war's. Vielen Dank hier aus Borkheide, hier vom Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion. War schön gewesen, wunderschönes Spiel, volles viel Publikum gewesen, tolles Wetter gewesen. Hier ist viel gegessen, getrunken worden. Wir sehen uns dann in der nächsten Saison, also in der kommenden Saison wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Ja, ich möchte natürlich auch nicht vergessen, Detlef Weber-Hermenau, der war auch da, der hat eine Einladung bekommen und der war als Mannschaftsbetreuer da und die Mannschaft bedankt sich ganz, ganz herzlich dafür, dass er zur Verfügung gestanden hat und den Jungs das ein oder andere Wehwehchen weggepustet hat auf dem Feld. Aber ganz so schlimm war es ja nicht, wie wir gesehen haben. Jedenfalls war das eine super tolle Veranstaltung, wir haben uns wirklich gefreut und das war's dazu. Wir warten ab, nächstes Wochenende ist ein Pokalspiel für den BSV. Ich müsste jetzt schwindeln, ich kann nicht mal sagen, gegen wen sie jetzt spielen. Ich schreibe es euch nochmal unten mit rein. Und übernächstes Wochenende geht schon los mit dem normalen Spielen. Und zwar am Sonntag um 15 Uhr in Babelsberg, gegen Babelsberg. So, das war's. Ich bin fast durch. Matze, wo bleibt dein Wetter? Hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Nach den vielen Videos machen wir das Wetter heute ziemlich kurz.
Es wird uns eine schöne Sommerwoche bevorstehen mit Temperaturen um die 26, 27 Grad. Regenschauer und vereinzelte Gewitter können jederzeit möglich sein. Mittwochnachmittag vermute ich mal, dass es dort etwas länger regnen wird. Und zum Wochenende, zum Samstag beim Kurzschlusskonzert, wird es vermutlich dieses Jahr nicht regnen. Das heißt, auf in die Woche, dass sie schnell rumgeht. Und Samstag ist Party im Schwimmbad. Bis dahin. Ja, vielen Dank, Matze, fürs Wetter. Jetzt bleibt mir nur noch, euch eine wunderschöne Woche zu wünschen und viel Spaß bei dem Kurzschlusskonzert am Wochenende im Waldbad. Bis dahin, wir sehen uns wieder am nächsten Montag, wie immer hier vor der Kamera, euer Lutze. Und tschüss, jetzt muss ich erst mal schauen, was der Matze von mir wollte. Tschüss!